Liebe Kanner Unity, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, aber ich möchte euch trotzdem zu den News aus dem Oktober begrüßen. Ja, heute haben wir wieder einiges im Programm, also schnallt euch an und haltet eure Vaporizer bereit. Ja, fangen wir direkt an mit Bayern. Da war nämlich eine Großrazzia in einer Münchner Apotheke. Ja, am 25. Oktober führte die Polizei eine Großrazzia in der Helios-Apotheke am Münchner Königsplatz durch. 12 Polizisten, Staatsanwältinnen und 3 Pharmaziegeräte stürmten die Apotheke und beschlagnahmten Gerätschaften zur Cannabisextraktion. Der Vorwurf lautete Verstoß gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz durch die Herstellung von Haschisch und anderen Extrakten. Allerdings gilt dieses Gesetz für Apotheken gar nicht, da sie unter das Gesetz über Cannabis als Medizin, also Medcan-Gesetz, fallen. Ja, die Razzia wurde wahrscheinlich durch ein Video von Micha ausgelöst, in dem die Herstellung von Cannabisextrakten in der Apotheke gezeigt wurde. Die bayerischen Behörden sahen dies als schwerwiegenden Verstoß gegen das Cannabisgesetz an, obwohl Apotheken nach dem Medcan-Gesetz berechtigt sind, solche Zubereitungen herzustellen. Ja, auf Social Media beklagte sich natürlich die betroffene Apotheke, auch Mitarbeiter über die Willkür der bayerischen Behörden, obwohl Medizinalcannabis für Apotheken seit 2017 schon legal ist. Ja, und seit der Entkriminalisierung von Cannabis zu Genusszwecken im April 2024 nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, ja, wurde die Apotheke wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Konsum-Cannabis-Gesetz behandelt. Ja, die Apotheke sieht sich nun gezwungen, juristisch gegen diese Maßnahmen vorzugehen, kritisierte auch die absurde Situation, dass sich nach dem Konsumgesetz und nicht nach dem für Apotheken geltenden Gesetz behandelt wird. Noch was genau, die beschlagnahmten Geräte und Produkte, darunter Live Rosin, Full Mass, Dry Sift, die wurden alle als Beweismittel sichergestellt und die Apotheke betont, dass sie im Rahmen der Gesetzgebung gehandelt hat und nun gegen die ungerechtigten Vorwürfe kämpfen wird, weil sie möchten natürlich auch bald wieder ihre Patienten mit diesen Produkten versorgen und das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja, und auch im Allgäu, wo wir in Bayern bleiben, schlägt die bayerische Polizei zu, denn es wurden in 2 V-Baumärkten im Allgäu mehrere Dutzend Cannabis-Setzlinge beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt nun gegen die Verantwortlichen, Marktmitarbeiter wegen des Verdachts des gewerblichen Handels mit Cannabis. Ja, entscheidend ist dabei die Frage, ob es sich dabei um Stecklinge oder Setzlinge handelt, denn Stecklinge wären legal, da der Anbauprozess nicht begonnen hat. Setzlinge hingegen gelten als illegal, da sie bereits eingepflanzt wurden. Ja, also kleine Unterschiede mit fatalen Folgen. Die Ermittlungen gestalten sich aufgrund der neuen Rechtslage schwierig, da es noch kein wirklich höchstrichterliches Urteil dazu gibt. Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann bestätigte, dass seit Anfang Oktober vermutlich verbotene Setzlinge in den Märkten zum Verkauf angeboten wurden. Dies wäre über das Kassensystem nachvollziehbar. Und der gewinnbringende Verkauf von Cannabispflanzen erfüllt den Tatbestand des illegalen Handeltreibens und kann mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren geahndet werden. Zudem wird untersucht, ob die Mitarbeiter fahrlässig gehandelt haben könnten. Ja, das Unternehmen, zu dem die betroffenen Baumärkte gehören, wollte sich zu der Anfrage nicht äußern. Die Ermittlungen dauern noch an. Ja, kommt jetzt bald doch die Säule 2? Nicht ganz. In Hannover und Frankfurt am Main sollen wirklich Anfang 2025 Modellversuche zur kontrollierten Abgabe von Cannabis in speziellen Abgabestellen starten. Die beiden Städte wollen über 5 Jahre hinweg den Verkauf von Cannabisblüten und THC-haltigen Produkten erproben. Ja, allerdings nur mit gewissen Teilnehmern. Teilnehmen dürfen nur registrierte Personen, die in den jeweiligen Städten auch wohnen und sich bereit erklären, auch an regelmäßigen wissenschaftlichen Befragungen mitzuwirken. Das Projekt wird von der Medizinischen Hochschule Hannover und von der Frankfurter Universität der angewandten Wissenschaften begleitet. Ziel ist es, Erkenntnisse über Konsumverhalten, Jugendschutz und Auswirkungen auf den Schwarzmarkt zu gewinnen. Ja, beide Städte hoffen, durch die regulierte Abgabe den Schwarzmarkt etwas zurückzudrängen und ja, verlässliche Daten für eine zukunftsorientierte Drogenpolitik zu sammeln. Auch das Verkaufspersonal wird geschult, um den Konsumenten besser beraten zu können und bei problematischen Konsumverhalten auch einzugreifen. Also wenn ihr aus Hannover oder Frankfurt kommt, hier ist eure Chance,
wissenschaftlich zu werden, indem ihr high seid, dabei seid. Ja, also, auf geht's. Ja, endlich, Berlin gibt nämlich auch grünes Licht für Cannabis-Anbauvereine. Ja, der Berliner Senat hat eine Verordnung zur Umsetzung des Cannabis-Gesetzes beschlossen. Ab Anfang November können Cannabis-Anbauvereine offiziell in Berlin gegründet werden. Zuständig ist das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Ja, und eine Anbauvereinigung darf also bis zu 500 Mitglieder, wie ihr wisst, haben. Und es gibt berlinweit ein Limit von maximal einer Vereinigung pro 6.000 Einwohnern. Also ist Luft nach oben. Bisher gibt es nur einen genehmigten Verein in Marzahn und weitere 23 Anträge liegen nur vor. Neben der Verordnung wurde auch ein umfangreicher Bußgeldkatalog verabschiedet, der Regelverstöße wie Mitgliedschaften in mehreren Anbauvereinen oder den Konsum von Cannabis an sozialen Einrichtungen mit Strafen von 200 bis 1.000 Euro ahndet. Auch die Anbauvereinigungen selbst können bei Verstoßen höhere Bußgelder erwarten. Der Genehmigungsprozess der Anbauvereine ist weiterhin nicht vollständig klar und viele Vereine fordern eine pragmatischere und schnellere Bearbeitung ihrer Anträge. Ja, hoffen wir mal, dass Berlin die Anbauvereine nicht länger hängen lässt. Schwarzmarkt-Cannabis mit bedenklichen Zusätzen. Eine aktuelle Laboranalyse des Berliner Unternehmens Sanity Group zeigt, dass über 2/3 der untersuchten Schwarzmarktproben toxische Pflanzenschutzmittel enthielten. Zudem waren rund 65% mit menschlichen Fäkalien, Bakterien oder Viren verunreinigt und über 70% wurden mit Haarspray gestreckt. Es wurden auch Spuren von Drogen wie Kokain und MDMA gefunden, die wahrscheinlich beim Mischen irgendwie zustande gekommen sind, wie auch immer. Es wäre auf jeden Fall noch interessant, auch so medizinische Blüten auf Verunreinigungen oder sogar Miniseeds zu testen. China greift gegen Manager durch. China hat einen hochrangigen VW-Manager ausgewiesen, nachdem dieser bei der Einreise aus Thailand positiv auf Cannabis und Kokain getestet wurde. Ja, der 56-Jährige wurde festgenommen und verbrachte 10 Tage in Untersuchungshaft, bevor er nach Verhandlungen mit der deutschen Botschaft dann freigelassen wurde und zur Persona non grata erklärt wurde. Das bedeutet, dass er in China unerwünscht ist und nicht mehr einreisen darf. Ja, sein Fehltritt kommt für Volkswagen zu einem gänzlich schlechten Zeitpunkt, da der Konzern bereits mit Absatzproblemen und einem angeschlagenen Ruf in China kämpft. In China herrscht eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Drogen jeglicher Art. Also selbst Drogenkonsum im Ausland kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Also liebe Manager, aufgepasst, wie ihr euren Urlaub verbringt. Ja, Kirchenausflug endet mit Höhenflug. Denn bei einem Kirchenausflug nach Amsterdam kaufte eine 65-jährige Kärntnerin aus Versehen 3 mit Cannabis versetzte Cupcakes. Diese brachte sie nach der Rückreise nach Österreich mit und verstaute sie im Kühlschrank. Ihr 70-jähriger Ehemann entdeckte sie und aß alle 3 und erlitt daraufhin aber gesundheitliche Probleme wie Schluck- und Atembeschwerden und er musste wirklich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ja, die Ehefrau wird nun wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Also liebe Leute, versteckt die Cupcakes besser, bevor jemand denkt, es sind normale Muffins. Ja, und noch eine berauschende Mitteilung aus den USA. Ja, da wurden in einer Pizzeria in Wisconsin versehentlich mit THC-Öl versetzter Teig verwendet. Das führte dazu, dass bis zu 60 Pizzen mit dem psychoaktiven Stoff serviert wurden. Ja, mehrere Gäste klagten anschließend über Symptome wie Schwindel, Übelkeit, erhöhten Blutdruck. Einige benötigten sogar medizinische Hilfe. Ja, der Vorfall wurde von dem Eigentümer von Famous Yetis Pizza als schrecklicher Fehler bezeichnet, der durch die Nutzung eines falschen THC-haltigen Öls aus einer Gemeinschaftsküche verursacht wurde. Ja, das Restaurant plant nun striktere Kontrollen, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Also ich hätte so eine Pizza ja begrüßt. Gut, und die Kamala Harris, die hat glaube ich auch schon gekifft. Jedenfalls hat Kamala Harris, die vielleicht zukünftige Präsidentschaftskandidatin der USA, angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs Cannabis bundesweit zu legalisieren. Ihr Wahlprogramm betont die Verbesserung der Situation von Minderheiten, insbesondere der Black Community, die unter der bisherigen Cannabis-Prohibition besonders gelitten hat. Harris möchte sicherstellen, dass Angehörige dieser Gemeinschaften
ja, in der legalen Cannabisbranche auch Fuß fassen können. Obwohl die Legalisierung von Cannabis nicht die erste Priorität von Harris sein wird, hat sie bereits während ihrer Amtszeit im Senat Kaliforniens eine Gesetzesinitiative zur Entkriminalisierung von Cannabis unterstützt. Also die Chancen für eine bundesweite Legalisierung steigen mit ihrer Präsidentschaft also deutlich an. Ist übrigens gut bei Erkältung. So, und Spanien legalisiert Cannabis. Ja, leider nicht komplett, aber Spanien plant zumindest medizinisches Cannabis zur Behandlung von ja, chronischen Schmerzen und Nebenwirkungen von Chemotherapie zu legalisieren. Der Gesetzesentwurf, der am 30. September vorgestellt wurde, sieht vor, dass Cannabispräparate wie Öle, Inhalatoren oder auch Medikamente nur von Krankenhausapotheken und spezialisierten Ärzten verschrieben und ausgegeben werden dürfen. Die Verwendung ist auf bestimmte Erkrankungen wie Multisklerose, schwere Formen von Epilepsie und refraktäre chronische Schmerzen beschränkt. Also Cannabis soll nur dann verschrieben werden, wenn keine anderen zugelassenen Medikamente verfügbar sind oder diese einfach nicht wirken. Die Carola Perez vom spanischen medizinischen Cannabis-Observatorium befürchtet, dass die strengen Vorschriften dazu führen könnten, dass Patienten auf den Schwarzmarkt ausweichen. Ja, hoffen wir mal, dass in Spanien auch die Clubs weiterhin gefördert und geöffnet bleiben. Ja, das waren die Canna-News aus dem Oktober. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bleibt gespannt, weil wir bringen einiges raus in letzter Zeit, wie ihr gemerkt habt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, weiter zu empfehlen und vielleicht auch die Glocke zu aktivieren. Bis dann, bleibt gesund, wir sehen uns.